Da sind wir wieder und weiter geht's. Ja, der Jäger eben war nicht so das Problem, muss ich sagen. Wie gefallen euch eigentlich meine Decklisten, die ich an der Seite rechts für euch jetzt bereitgestellt habe? Ich habe mir noch andere Let's Plays angesehen und man kann das noch viel, viel aufwendiger betreiben, aber da bin ich ja den ganzen Tag nur am Videos schneiden. Ich denke, einfach so eine Let's Play. Einfach so eine Deckliste ist schon okay, also ja, dann seht ihr auf jeden Fall, was noch kommen könnte, was drin ist. So, Rang 15. Sehr, sehr gut. Naja, was heißt sehr, sehr gut, aber ich bin wieder auf einem guten Weg. Und am kommenden Sonntag, nicht der, der jetzt kommt, also am übernächsten Sonntag jetzt, werde ich streamen. Denke ab 17 Uhr. Und ich hoffe, es schalten ja, ein paar Leute ein. Wäre cool. Also ich werde auf jeden Fall streamen, egal wie viele Leute einschalten. Ich werde, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, auf jeden Fall einen ESL Cup spielen. Dann zwei ESL Series Matches, einmal um 19 und um 21 Uhr. Und sollten Lücken entstehen oder ich im Cup früh rausfliegen, dann werde ich selbstverständlich die Lücken mit Ladder Matches füllen. Ah, das war nicht so gut. Ich hätte ihn noch einmal angreifen sollen. Mist, das wäre sogar richtig geil gewesen. Ach, komm, wieder verkackt. Ich werde aller Voraussicht nach meinen Hexer nochmal testen, die Tage. Oh, komm, mach zwei Schaden bitte. Wie göttlich wär's. Und außerdem, was ist denn bitte das für eine Verschwendung, ja? Also manchmal denke ich mir, die haben... Ach, naja. Joa, was mache ich denn jetzt? Ich hole jetzt einen Geisterwolf raus. Die machen ja auch ein bisschen... Wobei, ich könnte auch einfach einen Totem spielen. Also der hat sich mal gelohnt, der hätte sich noch... Jawohl. So schnell kann es gehen. Der war auch nicht wirklich besonders gut. Wie gesagt, nicht am 23., sondern ich glaube es ist der 30. oder der 31., weiß ich jetzt nicht. Der Sonntag auf jeden Fall in dem... ja, in diesem Monat. Werde ich streamen. Und ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet. So, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit der nächsten Folge. Bis bald.